Das neue gemeinsame Theaterprojekt von Inner City und dem Jugendschauspiel Hannover bietet ca. 35 Jugendlichen aus Hannover die Möglichkeit, sich auf oder hinter der Bühne zu engagieren. Unter der Leitung von Hannah Müller haben die Jugendlichen die Gelegenheit, ihr Talent zu beweisen. Ja, letzten Endes war ausschlaggebend, dass es ist ein Stoff, der irgendwie im Haus schon bekannt war, wo es irgendwie ein Grundinteresse gab. Und dann ist es ja so, dass es in Hannover sehr viele Zirkusvereine gibt und sehr viele Jugendliche, die sich in dem Bereich Zirkus engagieren. Und es da schon seit längerem vom Haus einen Wunsch gab, vielleicht mal eine Kooperation zu machen mit den Zirkusvereinen und den Jugendlichen, die in dem Bereich aktiv sind, auch mal ein anderes Forum zu bieten als so akrobatische Veranstaltungen, sondern quasi dieses Potenzial, was es so in der Stadt gibt, mal zu nutzen und in dieses Theaterprojekt zu integrieren. Und da hat sich der Stoff Coraline extrem angeboten dafür. Akrobatik, Schauspielerei und sogar musikalische Fähigkeiten werden den Teilnehmern abverlangt. Ist es natürlich so, dass wenn Leute jetzt irgendwie akrobatisch oder musikalisch irgendwie schon Vorkenntnisse haben und da was Besonderes können, ist das ein Pluspunkt erstmal. Das ist aber nicht entscheidend, sondern wir gucken auch, haben die eine besondere Ausstrahlung, sind das interessante Typen, wie bewegen die sich in der Gruppe, sind das irgendwie, können wir die sozial in der Gruppe gebrauchen, und dann gucken wir natürlich auch darauf, dass wir bestimmte Rollen zu besetzen haben und gucken da auch sehr genau, wen könnten wir uns eventuell für welchen Charakter in dem Stück vorstellen. Rund 250 Jugendliche haben sich für dieses Theaterprojekt angemeldet. Nur 35 der Bewerber werden aufgenommen. Wir haben sie nach ihren Erwartungen gefragt. Ich glaube, es ist eigentlich ganz gut, nicht so hohe Erwartungen zu haben, weil dann ist die Chance, dass man sehr enttäuscht ist, sehr hoch. Deswegen, das wollte ich halt nicht. Deswegen habe ich eigentlich gar keine Erwartungen gehabt und ich habe halt Spaß gehabt und das reicht eigentlich auch. Einfach, dass man sich selber weiterentwickeln kann. Man hat die Chance, halt mit professionellen Leuten zusammenzuarbeiten. Und ja, das ist einfach schon eine große Sache. Und daran kann man halt selber irgendwie Erfahrungen sammeln und ja, neue Sachen kennenlernen. Kreativität ist natürlich auch gefragt. Aber ob diese ausreicht, um sich für das Theaterstück Coraline zu qualifizieren, wird sich bald zeigen.